Ruhe an Deck. Danke. Ja, auch die schönste Kreuzfahrt geht mal zu Ende. Ja, und gerade wenn man wie wir in der Karibik unterwegs sind, kann natürlich da auch ein Eisberg vorkommen. Anders als das bei der nordatlantischen Route nach Amerika passiert, da können keine Eisberge vorkommen, wie wir wissen. Leider geht es zu Ende, wie ihr wisst. Und das betrifft alle Veranstaltungen, aber es betrifft auch das größte Chaos-Event in einem Bundesland mit einem Maritimblau in der Landesfahne. Und das trifft leider auch die beste MRMCD aller Zeiten. Demzufolge sind wir hier leider versammelt im Bordtheater, um über ein bisschen das zu reden, was wir erlebt haben, und über das zu reden, was ich bestimmt vergessen habe. Ich habe hier einen Stapel Karten und ich weiß, es wird trotzdem ganz viel fehlen. Und ich habe sie auch nicht sortiert, weil sie sind mir vorhin runtergefallen und ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, sie nochmal zu sortieren. Deswegen ist das alles ohne irgendeine Reihenfolge oder so zu verstehen und ich entschuldige mich bei allen, die nicht auf den Karten stehen, weil ich es vergessen habe oder in den letzten 10 Minuten, die ich zum Kartenschreiben verwendet habe, mehr Vorbereitung gibt es hier nicht, vielleicht was vergessen habe, genau. Die MRMCD sind jetzt 20 geworden. Wir haben das zu dem sehr verrückten Anlass genommen, zu sagen, wir machen es im Oktober. Da ist ja schönes Wetter, kennt man ja, goldener Oktober, ist auf keinen Fall kalt draußen, regnet auch nicht die ersten 2 Tage, kann gar nicht passieren. Und außerdem haben wir gedacht, naja, ein Tag mehr, das ist ja nicht so viel mehr Aufwand. Irgendwann ist uns dann gedämmert, dass an einem Feiertag auch Einkaufen nicht möglich ist. Was dann dazu geführt hat, dass für die Orga das im Prinzip eher ein 5- bis 6-Tage-Event war, ja, und eigentlich auch morgen erst zu Ende ist, also reden wir eigentlich von der ganzen Woche, die wir jetzt hier damit verbringen zum Teil. Ja, aber es hat auch, es ist nicht alles schlecht. Es war ziemlich gut, dass wir dieses Jahr 4 Tage im MCD hatten, weil immerhin an Tag 3 ist dann das Deko-Team auch fertig geworden. Nana und Benjamin, die werden noch ein bisschen nachher auftauchen, wenn es um Abbau geht, aber großes Dankeschön, dass ihr das hier so gerockt habt und ich habe noch nie vor einer so wunderschönen Fototapete gestanden, deswegen danke. Ja. Genau. Unicorn. Was haben wir erlebt? Wir Unicorn, es tut mir leid, du hast deinen ganzen Stapel Karten. Ich darf dir noch ein paar Karten dazugeben. Oh Gott. Eine reguläre Zustellung ins Closing. Ja, wir hatten den Gag jetzt oft genug, aber offensichtlich werden es Leute nicht müde. Also wir sind da als Chaospost ja auch nur Dienstleister. Nein, du musst fairerweise sagen, Saskia, unser jüngstes Orga-Mitglied. Die hatte noch keine Zustellung ins Closing, deswegen Dankeschön dafür. Danke auch Moment, an die Moment, wir sind noch nicht fertig. Diese Karte hier soll zugestellt werden zu einem Drittel. Wir versuchen es mal. Das ist ungefähr die Höhe von, ein Drittel Höhe von mir. Jawohl, kündige das an. Ankündigen und zustellen. So, ein Drittel Höhe zugestellt. Ein Drittel zugestellt. Ich wollte es erst in ein Drittel reißen, aber ich dachte, Drittelzustellung funktioniert auch mit einem Drittel Postboten. Viel Spaß noch und vielen Dank an alle von der Chaospost. Das dauert kurz. Alles nur Werbung. Ja, danke aber an die Chaospost, es ist großartig, dass es so Menschen im Chaos gibt, die das in der Form machen. Ja, es waren wilde MRMC dieses Mal. Nicht nur wir haben 20 Jahre Geburtstag gefeiert, es gab am Samstag, glaube ich, 3 Geburtstagsfeiern, von denen ich wusste. Manche mit einem verrückten Kuchen oder sehr viel Kuchen. Nicht nur unser Kuchen, sondern es gab ja auch draußen noch einen Kuchen. Siegfried, der, ich hoffe, ihr habt alle das C64-Museum, was es hier gab, besucht, hat auch gefeiert. Wir hatten eine Lounge, in der gefeiert wurde. Das war schon sehr, sehr ausdauernd. Und ich freue mich, dass auch wir als Orga die 6-2-1-Regel einhalten konnten. Also 6 Tage hier sein, 2 Stunden Schlaf haben und ein Event machen. Ja.
Eine Person, über die ich schon im Opening gesprochen habe und die ich jetzt einfach ganz dreist nochmal erwähnen muss, weil es gar nicht oft genug passieren kann, ist Live. Live hat das Design dieses Jahr gemacht, was ihr ja alle hoffentlich zu Genüge gesehen habt. Und ich habe ihn jetzt endlich kennengelernt. Wir wissen jetzt, wie er aussieht und er existiert. Das ist nicht einfach nur eine Gedankengeburt, die wir hatten und behaupten, wir würden jemanden haben, der designen kann. Nein, es gibt wirklich Menschen, die so geil sind. Danke Live, dass das so geil wurde. Und ich freue mich auf vielleicht nochmal weitere Sachen. Mal sehen, was es für Motti geben wird. Aber es gab so viele Menschen, die dieses Event zu ihrem Event gemacht haben. Manche haben da vielleicht auch Spätfolgen von denen wir hoffen, nie erfahren zu müssen. Aber ich erinnere mich da an eine Menge Matrosen, die am Donnerstag, glaube ich, angefangen haben und diese palmenförmigen Selbstrettungsgeräte, die wir überall verteilt haben, aufgeblasen haben, unter Einsatz ihres Lebens, also mindestens der Lungenkapazität, weil... Pro-Tipp für andere Veranstaltungen, wenn ihr mal sehr viel Aufblaszeug bei Alibaba bestellt, Pumpe ist auch übrigens ein ganz toller Tipp, den man haben sollte dabei. Ja, ihr wisst, wir waren auf der Hohen See unterwegs und da ist man ja auch, früher hat man gesagt, den Gotteshand, jetzt ist man heutzutage etwas aufgeklärter, aber man ist auf jeden Fall den Gewalten ausgeliefert und deswegen, ich möchte mich trotzdem bei Hexer und Fleece dafür bedanken, dass LAN im Hexcenter hat ja ausfallfrei funktioniert. Nein. Großen Dank auch an die Menschen vom HRZ, also dem Hochschulrechenzentrum, die selbst am Wochenende irgendwie noch für Notfalleinsätze mal angesprungen sind, damit auch das Fischernetz nicht so große Löcher hat, dass alle Fische durchschwimmen. Wir haben es ab und zu mal neu geknüpft, die Löcher. Danke euch, dass ihr euch da reingekniet habt. Ich habe noch weitere random Personen, die Großartiges gemacht haben. Wir hatten ja auch einen Tattoo-Artist da, Kira, ihr habt sie kennengelernt. Musste leider jetzt weg, die Mama hat etwas gedrängelt. Danke, dass ihr da wart. Ich habe mir auch in der Hafenkneipe natürlich einen Anker stechen lassen. Ja. Wir haben sie auch vorhin noch kurz, bevor sie rausrennen musste, zur Kapitänin ehrenhalber erklärt natürlich. Einfach verrückt. Also Menschen, die sagen, ich würde gerne bei euch Tattoos im Veranstaltungslogo den Leuten irgendwo hinkleben und das dann 4 Tage lang durchgehend machen und dann auch noch irgendwie, ich weiß jetzt nicht ihr genaues Alter, aber sagen wir nicht zweistellig alt sind. Fantastisch. Ja, es gibt noch mehr Menschen, die wir danken müssen. Natürlich sind wir hier zu Gast an einer Universität. Wir sind zu Gast am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Wir sind auch teilweise sozusagen Gast der Fachschaft Informatik, die hier sehr, sehr viel möglich macht. Das ist überhaupt nicht das. Danke, dass das geht. Danke also an den Fachbereich, die Verwaltung, die mitgeholfen hat, dass hier ein Event stattfindet. Und danke ganz persönlich an Prag, der sein Büro hier im Gebäude hat, was uns ermöglicht, auch noch kurzfristig mit dem Brandschutzbeauftragten der TU Darmstadt ein Brandschutzkonzept zu entwickeln, um eine Bar Indoor zu betreiben. Ich glaube, wenn es Prag nicht gäbe, gäbe es keine MMCD hier, muss man mal ganz direkt sagen. Dankeschön. Ich habe hier random Karten, die nicht sortiert sind. Ich habe es schon erklärt, runterfallen ist in meinem Alter dann auch mal irgendwann normal. Ich habe noch zwei hier stehen, Heavy und Katzenfreund, die ich nicht sehe. Wahrscheinlich sind sie doch da. Den man einfach donnerstags morgen sagt, könnt ihr mal eine Bar aufbauen? Und dann kommt man hier zum Beispiel heute Morgen um 8 Uhr rein und die beiden sind schon dabei, alle Böden gewischt zu haben. Absurd. Danke euch. Wirklich auch. Auch allgemein, ich habe jetzt die beiden mal stellvertretend, es kommen noch andere für die ganzen Matrosen, die dieses Event gemacht haben, rausgezogen. Ihr seid großartig. Ich meine, wir sind gut darin, die Kreditkarte am Anfang zum Glüh zu bringen und alles hier hinzuschaffen. Aber ich glaube, wenn wir nicht euch hätten, dass das hier stattfindet, dann wäre das einfach nur sehr viele Pappkartons in einer Ecke. Und ihr macht diese Pappkartons aber auseinander und daraus eine Party. Und das ist großartig. Danke euch für alles.
Ja, ja, wo ich Party sehe, ich sehe da noch Hinterlassenschaften von unserer Feierreihe. Oder war das noch vor meinem Trinkspiel gestern? Ich weiß nicht. Ist eher lustig. Es sind so Sachen wie, wir haben gesagt, wir wollen Sekt. Dann hat sich Martin gesetzt und hat gesagt, mache ich mal ein Sektetikett. Jetzt haben wir hier Sektetiketten. Ich hoffe, es gibt bestimmt noch diverse Flaschen, die irgendwo rumstehen, wenn ihr euch ein Erinnerungsstück mitnehmen wollt. Die wird es nur einmal geben, ganz klar. Nehmt sie mit und danke dafür auch nochmal für so Kleinigkeiten. Das sind einfach das, was es ausmacht. Und dafür brauchst du aber Menschen, die es einfach machen. Ja. Menschen, die es einfach machen, kann man jetzt eigentlich nicht als Spruch, als Überleitung nehmen, weil einfach war das nie. Mit dieser Kaffeebar. Also jedenfalls haben die mir immer gesagt, das ist sehr kompliziert, Kaffee zu machen. Zu Hause drücke ich auf so einen Knopf und da kommt was raus und es ist auch... ja, aber das sind auch so Sachen. Also als Watson das irgendwie letztes Jahr so als grobe Idee in den Raum geschmissen hat, das ist jetzt etwas hocheskaliert. Ja, danke dir und auch Rodanus, der glaube ich nicht da ist oder unten ist und gerade... Ach da, ja, hinter der Kamera. Das... Danke, dass ihr euch da einfach mal 4 Tage in einen Keller stellt und Menschen fragt, ob sie Krakentinte oder Gischt oder Nicht-Gischt haben wollen. Und ich weiß nicht, wie oft ihr die Frage gestellt habt, Kuh oder Hafer. Aber es war auf jeden Fall so, dass wir A, keinen Kaffee mehr haben, B, keine Milch mehr haben und kein Kakao. Kakao ist auch leer. Also und das nicht, weil wir wenig eingekauft haben, nein. Danke euch. Das ist, ich finde das großartig, dass wir das haben. Ja, wer war noch da? Danke auch an die, sag ich mal, ungesehenen Helden. Ja, also es gibt ja so Dinge, die sind einfach da, die entdeckt man dann. Ich sehe. Der war zu gut, um ihn nicht zu machen. Tatsächlich, ich sehe jetzt, also diese Brille ist echt dunkel, ihr glaubt das nicht, aber deswegen, ich sehe jetzt Survivor nicht, wahrscheinlich ist er auch schon beschäftigt, aber stellvertretend Survivor, danke, dass das Eventphone da war, dass wir hier ein Telefonnetz hatten. Das ist einfach cool und es hat auch wieder Spaß gemacht. Genau, danke an euch, was ihr da seid. Ja, der Job als Orga ist anstrengend, aber meistens nicht gesundheitsgefährlich, außer man kommt auf die Idee, man könnte ja so Knotensets verteilen und für diese Knotensets braucht man ja auch Seil, was halt meistens nur als ganz langes Stück verkauft wird. Und dann gibt es so Menschen wie Vlies, die mehrere Lebensjahre sozusagen riskieren, indem sie mehrere Tage oder Stunden oder Wochen nicht nur am 3D-Drucker stehen und Knotensets, also Knotenbretter drucken. Das war wahrscheinlich die Jahresproduktion von sämtlichen 3D-Druckerherstellern der Welt. Und außerdem auch noch irgendwie mit so einer Lötpistole irgendwie Seilstücke abschneiden, was ich nicht wissen will, was da für Dämpfe rauskommen. Er hatte eine Maske auf. Unten gibt es auch Stroh rum. gibt es wirklich, der Krog ist fantastisch. Übrigens, Stroh rum, schöne Geschichte. Wenn ihr bei der Metro mal ein G auf eurer Rechnung haben wollt, G steht für Gefahrgut, müsst ihr nur Stroh rum kaufen. Wir mussten uns dann erstmal informieren, was das jetzt bedeutet, wie wir das transportieren dürfen, weil wir eine nach Gefahrgutverordnung auf einmal beladen waren. Genau. Nein, aber es ist fantastisch. Also Vlies hat die Schilder gelasert, ihr habt die Pronomen Blahas entdeckt, ja, die Knotenbretter und alles. Also das sind Wochen an Zeit, die er da kein Tageslicht gesehen hat. Also alles wie immer. Ja, aber neben den Menschen, die halt irgendwie wochenlang vorher sind, ich hatte es ja eben schon erwähnt, Katzenfreund Heavy, aber auch zum Beispiel Jack, den ich auch nicht sehe, weil die Brille so dunkel ist, aber ich glaube, der ist halt tatsächlich nicht hier, sondern arbeitet gerade wieder, der halt irgendwie jede Nacht die Bar geschmissen hat, ja, morgens dann auch noch das Frühstück geschmissen hat und ich weiß gar nicht, ob dieser Mensch überhaupt schläft. Danke dir, er ist wahrscheinlich gerade schon wieder am Arbeiten. Es ist
es ist unglaublich, was hier passiert. Ja, aber auch Sachen, die, von denen wir gar nichts wussten. Also wir hatten vorgestern, glaube ich, den Moment, kam Prag so auf, ich glaube, es war Vlies und ich standen irgendwo, dann kam Prag, ihr müsst mal mit zum Fenster kommen. Und wir gehen dann da hinten irgendwo im B-Teil, zweiter Stock, gucken wir mal so raus und entdecken so, dass jemand draußen einfach mal die ganze Landschaft mit also eine LED-Reling sozusagen gebaut hat und eine wunderschöne Außenlandschaft geschaffen hat. Und danke, dass es so Menschen gibt. In dem Fall wissen wir, dass es Kodinghahn ist, der Nick. Danke dir unbekannterweise, ich kenne ihn noch nicht. Das ist geil. Also vielen, vielen Dank, dass ihr so Sachen hier macht und dass ihr das Event voranbringt. Und danke. Also da sind wir einfach baff, wenn wir das sehen. Danke. Ja. Aber auch, also nicht nur die Sachen, die physischen, die man sieht, sondern es gibt halt auch tatsächlich diese Internet-Dinge, die so passieren. Und eine Sache, ich kenne da Avocado, ja, der nicht nur mit einer Avocado auf dem Kopf aufgelegt hat in der Lounge, sondern auch noch 4 Tage lang ein Media-Wiki-Template gebaut hat. Und das ist das erste Media-Wiki, was nicht aussieht wie Media-Wiki, was ich kenne. Das ist schon eine Leistung. Für, jetzt hat es noch einen Tag und dann, ich hoffe, ihr genießt es. Danke dir. Ja, jetzt ist das ja hier eine wissenschaftliche Fachkonferenz natürlich, nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern auch, weil wir es ernst meinen. Und wir haben tatsächlich eine Vielzahl von Vorträgen dieses Jahr gehabt. Ihr habt hoffentlich sehr viele gesehen oder wenn ihr nicht die Zeit habt, so wie ich und auch andere, weil ihr andere Sachen gemacht habt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, die nachzusehen. Und das geht natürlich nur, weil es Menschen wie das VOG gibt, die auch hier immer da sind, rumsitzen meistens, ja. Oder mal stehen. Und den man auch mal spontan sagen kann, ah, der Speaker hat gerade irgendwie sich am Fuß verletzt, der muss jetzt mal remote zugeschaltet werden und dann ist das so, okay, hier ist es. Also das ist einfach krass, vielen, vielen Dank euch. Danke, dass es diese Sachen dann auf media.ccc.de zur Nachwelt zum Anschauen gibt und dass ich auch noch die Möglichkeit habe zu erleben, was wir eigentlich für Vorträge hier hatten, von denen ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört habe und auf die ich mich sehr freue. Ja, es ist großartig. Jetzt haben wir ja, ich hatte es beim Opening schon gesagt, dieses Jahr sehr, sehr viele Einreichungen und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, dass Menschen hier versuchen, Speaker zu werden oder Speakerin. Kommen wir zur Offiziersmesse, also der Speakers Lounge. Danke, Hake. Falls ihr keinen Vortrag hier eingereicht habt, beziehungsweise noch keinen halten konntet und nicht wisst, von was ich spreche, habt ihr etwas verpasst, beziehungsweise habt ihr eine Gelegenheit verpasst, die Werbung für das Einreichen von Freiträgen hier zu erleben, weil es ist schon immer ziemlich hart, wenn man sich zwischen dem frisch gebackenen Zwiebelkuchen, dem Sushi und der diversen bewusstseinserweiterten Wässerchen, die da irgendwie thematisch bezogen existieren, entscheiden muss. Aber es ist großartig und ich freue mich auch immer, das sind immer fantastische Gespräche, die da noch entstehen und da lernt man dann noch einiges dazu. Also falls ihr den Hinweis immer noch nicht begriffen habt, dann ist vielleicht der Zug für euch schon abgefahren, aber ansonsten, es hat einen Grund, warum hier Menschen Vorträge halten, nicht nur, weil sie viel Tolles erzählen können, sondern auch, weil wir es versuchen, angenehm zu machen. Danke euch. Apropos angenehm, wir hatten ja auch eine, wie heißt das auf Schiffen, ein Schiffstheater oder eine Lounge. Und ich hoffe, ihr wart da mal dort, weil da habt ihr ein bisschen State of the Art sehen können. Also wir hatten da zum Beispiel die aktuell lichtstärkste und hochauflösendste LED-Wand, die man am Markt kaufen kann, steht da rum. Die habt ihr wahrscheinlich auf keinem anderen Event bisher sehen können. Wir hatten eine selbstgepimpte SETA-Audioanlage. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber mir wurde das so aufgeschrieben. Wir hatten die alten Plattenspieler von Sven Veth, die da unten zum Auflegen benutzt wurden. Und wie ich gelernt habe, das Beste, um Plattenspieler zu nivellieren und zu entkoppeln, sind übrigens Brotscheiben. Wieder was gelernt.
Das sind so Fragen, wenn man gefragt wird, warum ist da jemand gerade mit einem Karton Brotscheiben an mir vorbeigelaufen in die Lounge? Und ich gehe dann in die Lounge und dann wird mir erklärt, ja, das braucht man, um Plattenspieler zu nivellieren. Dem Brot ist nichts passiert. Ihr könnt übrigens, es ist noch Brot übrig, könnt ihr, nein. Genau. Also ich weiß nicht, was da noch alles in dieser Lounge verbaut war, weil so gut Ahnung habe ich nicht. Also wahrscheinlich haben die auch das Steuerrad der Titanic da irgendwo eingebaut gehabt. Aber ja, diese ganze Technik war natürlich auch dafür da, dass unser internationales Line-Up da auflegen konnte. Also ich meine, wir hatten Resident-DJs vom Berghain, vom Cocoon Club, vom Tanzhaus West aus Ibiza. Ich glaube, der Name, der mir vorher fairerweise, muss ich sagen, nicht bekannt war, der aber wohl jedem bekannt ist, ist DJ Karotte war da, oder Karotte heißt er nur. Ich war da, es war sehr cool, habe sogar ich mir anhören können. Ja, danke dir, dass du dafür da warst und mitgemacht hast. Aber auch, es waren so viele daran beteiligt, dass das da unten entstanden ist. Also die Hochschule für Gestaltung Offenbach hat da mitgemacht. Wir hatten ein Trio vom Bridges Orchester. Wenn euch das nichts sagt, hört euch mal die Dezera-Sendung vom September an. Da haben wir ein halbstündiges Interview mit einer der Leitungen vom Bridges Orchester. Wir hatten mittelalterliche Instrumente und Musik entsprechend auch da. Wir hatten, glaube ich, jede Art von Ambient über Drum and Bass, über Funk. Ambient, Hip-Hop steht hier, Techno steht hier, House hatten wir, also das scheinen irgendwelche Musikrichtungen zu sein, mit denen ich nichts anfangen kann. Nein, also wir hatten eine sehr vielfältige Auswahl an Musik und natürlich hatten wir auch die Pornos da. Danke euch, dass ihr da wart. Ganz besonderen Dank an Perception, David und Boris vom Schutzwald Rave. Wenn ihr den Schutzwald Rave nicht kennt, das ist ein sehr cooles Event, womit ihr euch auseinandersetzt habt. Jetzt wollte ich sagen, wenn man von Teufel spricht, aber wir sind ja auf See. Also wenn man vom Seeteufel spricht, da kommen sie nämlich alle. Ich hatte gerade schon die Lounge. DJ kann nicht sprechen, der hat etwas zu laut an der Musik gedreht und rumgeschrien. Deswegen ist er etwas heiser. Möchtest du noch was ergänzen? Ich habe schon alles gesagt, also danke euch, dass wir den Scheiß im Keller hatten. Und danke auch dir, DJ, dass du das jedes Mal mitmachst mit uns. Wir sind sehr anstrengend, ich weiß, aber wir geben uns Mühe, für dich da zu sein. Ja. Jetzt gehen mir langsam die Karten aus, die ich wegschmeißen kann. Ich habe aber tatsächlich noch so 2 bis 15 organisatorische Themen, die ich euch ganz kurz erzählen möchte. Und dann werden wir gemeinsam wohl in den Hafen einlaufen müssen. Wir haben dieses Jahr auch, vielleicht hängt das mit so einer 20-jährigen Jubiläumsfeier, die McFly organisiert hat, zusammen gemerkt, dass es auch cool wäre, so ab und zu mal ein bisschen Erinnerungen an MMCDs zu haben. Und dieses Mal machen wir was total Neues, weil uns hat jemand erklärt, es gibt dieses Internet. Und wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, jetzt müsst ihr mitschreiben, Achtung, da kann man Fotos hochladen und also bitte nur Fotos, die der Fotopolicy entsprechen, also das heißt Einwilligung aller abgebildeten Personen, wenn Personen darauf identifiziert sind. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr Fotos gemacht habt von hier, dass ihr sie auf unseren Foto-Upload-Dienst uploadet. Ich glaube, der Link ist auf Mastodon, richtig? Ne? Weil ich habe jetzt hier gerade keinen QR-Code getanzt. Demzufolge, falls ihr was habt, gerne teilt es mit der Welt. Wir wollen da natürlich auch schauen, dass wir ein paar Erinnerungen erhalten und vielleicht dann auch natürlich irgendwie verwenden können. Haben wir eigentlich noch Volt-Cola? Also es sind, glaube ich, noch 1-2 Dosen Volt übrig. Soviel ich weiß, haben wir wieder die Möglichkeit, dass Menschen, die uns darauf auch jedes Jahr ansprechen, dass sie das machen wollen, sie zum Selbstkostenpreis oder also aufgerundeten Selbstkostenpreis oder was mitnehmen können. Wo steht denn die Palette, die noch übrig ist? An der Bar. Also ihr könnt gerne an der Bar euch Kisten kartonweise Volt-Cola mitnehmen. Schmeckt sogar. Danke, da muss ich nicht eine halbe Palette in meinen Keller stellen. Ansonsten sind natürlich auf so einer Veranstaltung nicht nur schöne Erinnerungen entstanden, sondern auch manchmal Sachen verloren gegangen. Dafür gibt es einen Lost and Found am Infotresen, soviel ich weiß. Das heißt, wenn ihr irgendwie nicht ganz sicher seid, ob ihr alle eure Mitmenschen wiedergefunden habt, die ihr vermisst, guckt mal, ob sie am Infotresen stehen. Beziehungsweise, wenn es um sowas wie Kopfhörer oder sowas geht, gibt es die da wahrscheinlich auch. Kommen wir zum wichtigsten Punkt. Ich habe es vorhin erwähnt, wir sind hier zu Gast in einer technischen Universität. Ja.
der ihr Ziel ist eigentlich nicht, Veranstaltungen durchzuführen, sondern eigentlich Lehrveranstaltungen durchzuführen. Zwischen Veranstaltung und Lehrveranstaltung ist ja ein Satzunterschied, nämlich das Wort Lehr. Das heißt, wir müssen hier ausräumen im Sinne von das, was wir hier reingeschmissen haben. Es tut umso mehr weh, je länger es dauert. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen klar Schiff machen. Ja? Ich schicke euch jetzt sozusagen alle zum Kiel holen, weil ich würde mich sehr freuen, wenn wir nicht bis 5 Uhr morgens hier sein müssen. Und je mehr Hände, viele Hände, schnelles Ende, je mehr Menschen noch Zeit haben, wir wären euch unendlich dankbar, wenn ihr mithelfen könnt. Natürlich können wir jetzt nicht hier die Anfangsstühle rausreißen und so, sondern es muss ein bisschen geplant losgehen. Speziell was die Deko angeht, gibt es zum Beispiel ganz viele Sachen, die ihr auch zum Beispiel als Erinnerung mitnehmen dürft. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die gehören anderen Menschen, die müssen wir wieder zurückgeben. Und demzufolge können wir jetzt nicht einfach freigeben, mit, nehmt mit, was ihr wollt, sondern folgender Prozess. Nana wird unten im Foyer stehen, ja, C1, also über der Bar, wisst ihr, im Haupttunnel. Dort wird sie euch auch sagen, was ihr wie abbauen könnt, wo ihr abbauen könnt, und dann werden die Sachen dort wieder hingebracht und Nana wird dann sortieren können, was mitgenommen werden darf. Da wird es dann einen sozusagen Free-for-All-Bereich geben. Da dürft ihr euch gerne Erinnerungsstücke mitnehmen oder Deko für zu Hause oder für den Hackerspace oder was auch immer. Aber es wird natürlich auch gleich einen Bereich geben, der dann nicht entfernt werden darf. Deswegen, damit das geordnet abläuft, bitte, bitte unterstützt uns und vor allem dann Nana als die Person, die da ansprechbar ist, damit. Sie wird auch alle weiteren Abbauarbeiten, könnt ihr, wenn ihr euch da aufhaltet, werden wir immer anfunken, damit wir Unterstützung für Bereiche bekommen. Bitte, bitte helft uns. Und dann freue ich mich, dass wir hier sehr schnell eine sehr tolle Erinnerung zusammen einpacken und sozusagen für nächstes Jahr vorbereiten. Ich hatte eigentlich ein sehr lustiges Event. Ich weiß gar nicht, ob die Person da ist. Ich habe jetzt nach 4 Tagen jetzt auch nicht mehr das beste Gesichtsgedächtnis, überraschenderweise. Ich hatte heute jemand angesprochen, diese Person ist zum ersten Mal hier und die meinte so, sie ist reingekommen, hat gesagt, ja gut, diese Deko werden sie wahrscheinlich jedes Jahr wieder rausräumen. Ne? Dann hat die Person begriffen, dass wir jedes Jahr eine komplett andere Deko haben. Demzufolge, damit das klappt, das geht nur, weil so viele Menschen mithelfen. Danke, dass ihr das macht. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, ich fand es großartig, dass ihr alle da wart. Ich fand es ein fantastisches Event. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, wir haben es wieder geschafft. Es waren die besten MRMCD aller Zeiten. Thank you.